Ich heiße Maja, studiere Sportjournalismus an der Deutschen Sporthochschule in Köln und ich möchte mir heute mal anschauen, was ich nach meinem Sportstudium eigentlich so machen kann. Ich bin heute nach langem mal wieder in einer Schule. Wir besuchen nämlich heute Chrissy und ich schaue mir jetzt mal an, wie ihr Sportunterricht so ist. Hi Chrissy, freut mich sehr, dass wir heute hier bei dir sein können. Ich muss sagen, für mich ist es sehr lange her, dass ich mal in einem Schulzimmer gesessen habe. Hol uns doch mal kurz ab, wo sind wir hier? Hi Maja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen am Heinrich-Mann-Gymnasium in Volkhofen-Weiler. Ich bin Chrissy, ich bin 29 Jahre alt und habe an der Uni Köln und an der SPO meinen Bachelor und Master auf Lehramt studiert mit den Fächern Sport und Deutsch. Eben diese Fächer unterrichte ich auch hier. Ich habe eine 6. Klassenleitung, also ich unterrichte meine 6er. Ich habe eine Q1, das entspricht so der Jahrgangsstufe 11 von uns damals noch. Und bin aber auch noch in der Grundschule tätig und da unterrichte ich gerade die Drittklässler. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deinem Arbeitsalltag. Wie viel Zeit verbringst du denn wirklich mit den Kindern und wie viel Zeit so mit Vor- und Nachbereitung? Ich glaube, so ein Stundenplan, der meint eigentlich, oder man meint, da ist nicht viel Spielraum, das ist einfach Unterricht vermitteln und oder Wissensvermitteln. Das ist aber wirklich ganz anders, als ich mir das damals auch im Studium vorgestellt habe. Die wirkliche Zeit, in der ich Wissen vermittle, ist deutlich kürzer, als die Stunde eigentlich selbst ist. Man ist Seelentrösterin bei Streitigkeiten, man ist Erzieherin bei irgendwelchen Ordnungs- oder sonstigen Maßnahmen, die man treffen muss. Ich bin Entertainerin jeden Tag, ich bin Animateurin. Also man muss echt immer diesen Plan B im Ärmel haben und sonst ist eigentlich hast verloren und dementsprechend das, was ich mir vorher überlege, am Tag vorher, ob das so kommt, das ist so 50-50, würde ich sagen. Das klingt auf jeden Fall sehr vielseitig. Wie war denn deine Zeit an der SPO? Würdest du sagen, dass du gut auf den Job vorbereitet wurdest? Also die ganzen Praxiskurse fand ich wirklich jetzt, vor allem im Nachhinein betrachtet, enorm wichtig. Ich hätte vor allen Dingen, das ist mir aber erst später aufgefallen, mal mehr mitschreiben müssen, was so ein Dozent oder eine Dozentin da uns beibringt, weil das sind Sachen, von denen könnte ich jetzt noch profitieren. Ganz oft denke ich, ach, wie war das nochmal damals im Turnkurs? Aber an sich, die SPO, das war echt eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ein großer Sport- und Spielplatz und davon zehre ich, glaube ich, heute noch. Du hattest ja aber auch noch eine ganz andere Möglichkeit, die du ergriffen hast. Und zwar, du warst in Afrika auch zum Unterrichten. Wie kam es dazu und wie war die Zeit dort? Ich habe das bei einer Freundin gesehen bei Instagram. Die hatte Bilder gepostet und dann habe ich die daraufhin gefragt, was sie da gemacht hat. Bin dann relativ schnell an die Kontaktperson gekommen. Das ist einer, der mittlerweile in Deutschland wohnt, ein Ghana. Der hat die Schule auch gegründet. Und dann war ich, glaube ich, 3 Wochen später mit einer Freundin im Flugzeug und ab zur Schule. Wir sollten damals Deutsch unterrichten, das war so die Idee. Die Idee haben wir echt schnell verworfen, weil Deutsch kannst du nicht unterrichten, wenn schon Englisch überhaupt nicht stattfindet oder möglich ist zu sprechen. Dementsprechend haben wir dann Englisch gemacht, wir haben Mathe gemacht, wir haben Musik gemacht, wir haben Karnevalslieder mit denen eingeprobt. Aber ich glaube, am meisten hängen geblieben ist dann wirklich, dass wir versucht haben, so sportlich es geht, irgendwie mit denen aktiv zu werden. Was sind denn jetzt so aktuell in deinem Job so die größten Herausforderungen, die dir irgendwie begegnen? Am meisten ist es, glaube ich, die extreme Heterogenität hier. Also ich habe in meiner 6. Klasse Kinder, die nicht wissen, dass man das Nomen groß schreibt im Vergleich zu der, die mir die perfekte Vorgangsbeschreibung hinlegt. Das hast du auch im Sport, du hast die Vereinssportler, die natürlich wissen, wie man einen Ball oder mit einem Ball umzugehen hat, im Vergleich zu denen, die, wenn sie einen Ball nach vorne schmeißen wollen, hinten jemanden treffen und verletzen. Wir haben in meiner 6. Klasse zurzeit Schwimmen. Meine 6. Klasse war damals in der 3., als Corona uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und die können teilweise überhaupt nicht schwimmen. Wir haben hoch und heilig alle versprochen, sie können es. Und dann ein Junge ist reingesprungen und sank einfach runter. Und meine erste Reaktion war zum Glück die richtige, denn ich bin einfach hinterher und den Jungen da rausgefischt. Deswegen, also, boah, ich schockiert. Man muss echt mit viel rechnen. Wusstest du denn eigentlich schon immer, dass du Lehrerin werden willst? Nein, ich wusste absolut gar nicht, dass ich überhaupt Lehrerin werden möchte. Ich glaube, von 12 bis 18 habe ich jeden anderen Job einmal machen wollen, aber es war auf jeden Fall nie Lehrerin dabei. Dann habe ich mich auch für noch 2 andere Studiengänge beworben. Es ist dann doch nur Lehramt geworden. Also dachte ich, okay, machst du erstmal, startest du.
Und habe auch im Studium noch gar nicht so gedacht, boah, das ist genau mein Ding. Das kam echt erst im Ref, ist so der Schalter umgelegt worden. Umso schöner ist es, dass es jetzt echt der Job ist. Ich könnte mich ja gar nicht mehr wegdenken. Ich bin so happy, dass das alles so toll und gut hier läuft. Sehr schön zu hören und vielleicht, glaube ich, auch sehr beruhigend für jetzige Studierende, vielleicht auch, die am Zweifeln sind, weil ich glaube, irgendwann in seinem Studium kommt man immer an einen Punkt, dass man so fragt, so, ist das eigentlich das Richtige? Mhm. Also wenn es bei dir ein bisschen gedauert hat. Letzte Frage, dein Tipp für Studierende oder auch Lehramtsinteressierte? Also wie eben schon gesagt, mitschreiben. Das sind echt gute Tipps. Aber besonders das, was ich, glaube ich, auch von meinen Schülerinnen und Schülern erwarte, Offenheit und auch Neugierde gegenüber neuen Dingen. Und das ist auch das, was ich damals auf jeden Fall in der Spoho extrem versucht habe umzusetzen. Ich habe, glaube ich, ein ganzes Semester lang nur weiße Scheine gemacht. Das heißt, ich habe nur Kurse mitgenommen, obwohl ich die schon gar nicht mehr für mein Studium an sich gebraucht habe, weil ich einfach mich austesten wollte und mich ausprobieren wollte. Und ob Tauchen, ob Klettern, ob Trampolin. Du hast da die Möglichkeit und nutze sie auf jeden Fall. Kann ich gut nachvollziehen, da bietet die Spoho auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Danke dir, dass wir heute hier sein durften. Ja, sehr gerne. War sehr cool, mal wieder in einem Klassenzimmer zu sein. Das glaube ich. Und ja, dann ganz viel Erfolg dir noch weiterhin. Dankeschön, mach's gut. Ich fand das Gespräch mit Chrissy wirklich sehr interessant. Vor allem fand ich es sehr faszinierend zu hören, dass das Lehramtsstudium gar nicht so unbedingt das Erste war, was sie machen wollte. Umso schöner ist es jetzt zu hören, dass sie viele schöne Momente mit ihren Schülern hat und in dem Beruf eine Erfüllung gefunden hat. Wenn auch du studieren möchtest, was dich bewegt, dann schau doch mal auf unserer Website vorbei.